Herzlich willkommen zu unserer Buchpräsentation und die Podiumsdiskussion von David Puppel, Horst Redekamp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Yasuhiro Sakamoto, Mitherausgeber des Buchs und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Neurowissenschaften am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Bevor ich in das Thema des Buchs einsteige, möchte ich gerne eine kleine Geschichte aus der Stadt Frankfurt erzählen. Hier sehen wir drei Fotografien, die zu unterschiedlichen Zeiten jedoch immer am selben Ort, einer Werbefläche in der U-Bahn-Station Hauptwache, aufgenommen worden sind. Diese Bilderreihe macht deutlich, wie die Corona-Krise das Live-Erlebnis von Kunst und Musik zerstört, stillgelegt hat, aber jetzt langsam seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Die Melancholie und die schmerzhafte Kraft, die in diesen Bildern mitschwingt, ist für jeden nachzuempfinden, der selbst die Abwesenheit des kulturellen Lebens in dieser schwierigen Zeit miterleben musste. Zugleich fragen wir uns, ob unsere Wahrnehmung im negativen und auch vielleicht positiven Sinne durch die Veränderung des Alltagslebens beeinflusst wurde. Wir verbringen nun viel Zeit zu Hause vor dem Bildschirm unseres Computers, Smartphones oder Fernsehers. Wenig Kontakt mit Menschen. Das Fehlen von Live-Musik, die nicht wie beim Tragen von Kopfhörern nur mit den Ohren, sondern durch die Vibration der Luft mit dem ganzen Körper erfahren wird. Und natürlich keine bildende Kunst, die wir normalerweise in den Museen durch unsere bewegte Präsenz dynamisch und räumlich erleben können. Wie wir an diesem Beispiel sehen können, hängt die Wirkung von Bildern, aber auch die Wahrnehmung und das Denken selbst von verschiedenen Einflüssen ab. Wir alle sehen, hören, schmecken, riechen und führen. Und doch haben andere Kulturen, nach denen wir aufgrund der aktuellen pandemischen Lage eine starke Sehnsucht verspüren, einen eigenen Zugang zu Kunst und Musik, der historisch und kulturell geprägt ist. Hierauf bezieht sich das Stichwort der Denkform. Bilder sind nicht nur da, um von uns gesehen zu werden. Vielmehr beinhalten, aktivieren und formen sie unsere Gedanken. Ein musterhaftes Beispiel ist auch auf dem Coverbild unseres Buchs zu sehen. Bei Ogawa Kazumasas Es Kenpai wurde die westliche Technologie, nämlich der fotografische Apparat, verwendet, um ein japanisches Auge zu verfeinern. Das vorliegende Buch ist aus zwei Konferenzen hervorgegangen, die mit Unterstützung der Alexander von Humboldt Stiftung, der Japan Society for the Promotion of Science und der Universität Tokio ausgetragen wurden. Das Kolleg über Bilder als Denkmittel und Kulturform. Bilder als Denkmittel und Kulturform 2016, bei dem wir Bilder als Denkformen zu betrachten versuchten, versammelte deutsche und japanische Bildwissenschaftler zu einem intellektuellen Plenum. Das nachfolgende Symposium über neuronale Geisteswissenschaften und empirische Ästhetik 2019 bemühte sich um die Zusammenführung herumneutischer und empirischer Methoden jenseits nationaler Wissenschaftstraditionen, die einen lebendigen Austausch zwischen Wissenschaftlern verschiedener Kulturenherkunft und methodischer Expertise anregen sollte. Auch angesichts der heutigen Standardisierung der Sprache und Methoden der Wissenschaft lag unsere Aufgabe darin, Bilder und ästhetische Erfahrungen von Menschen aus verschiedenen kulturellen Blickwinkeln und aus mehreren Disziplinen zu analysieren. Zum Beispiel Bildwissenschaften, Kulturwissenschaften, Psychologie, Neurowissenschaften, Informatik, Literaturwissenschaft und empirische Ästhetik,
etc. Die Herausforderung besteht zudem darin, uns nicht auf eine Sprache zu beschränken, sondern das Projekt in drei Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch und Japanisch, durchzuführen, sodass wir die Gedanken nicht auf eine Sprache begrenzen. Auch deshalb haben wir in den letzten zwei Konferenzen versucht, unseren Gästen aus Deutschland die Gelegenheit anzubieten, nicht nur mit dem Flugzeug zu einem Konferenzraum zu fliegen, sondern die Bildwelten der japanischen Kultur vor Ort kennenzulernen. Die Wörter international und interdisziplinär sind schon viel genug gebracht worden, aber nur selten wird erklärt, wie man international und wie man interdisziplinär forscht und welche praktischen Voraussetzungen es hierfür braucht. Was international sein sollte, ist nicht die Organisation oder Veranstaltung, sondern die teilnehmende Person und ihre Denkweisen. Was interdisziplinär sein sollte, sind nicht die Fächer, sondern die Wissenschaftler selbst. Geisteswissenschaftler müssen für die Mathematik, die Programmierung und das Experiment offen zeigen, um sich nicht in ihren Diskursen zu verflüchtigen. Und umgekehrt müssen Naturwissenschaftler eine historische und kulturelle Sensibilität entwickeln, um nicht zu Sklaven ihrer eigenen Medien und Instrumente zu werden. Aus der Vergangenheit kann sich Zukunft gewinnen lassen. Und natürlich darf keine empirische Auseinandersetzung mit der Ästhetik des Auges die Denkwelt von Künstlern vergessen. Nur dadurch können wir als Wissenschaftler und Wissenschaftsinteressierte einer Weltwissenschaft näher kommen, wie sie bereits Alexander von Humboldt angestrebt hat. Am Ende meiner einführenden Worte möchte ich der Alexander von Humboldt Stiftung, insbesondere Frau Judith Schild, danken, die unser Projekt großzügig begleitet und diese Publikation finanziell mitgetragen hat. Wir danken auch dem Verlag De Gruyter, Frau Adria Thürmer und Frau Katja Richter für die zielstrebige Betreuung der Druckvorbereitung. Und ich danke meiner Kollegin Wiebke Wernert für die leitende Vorbereitung dieser Veranstaltung sowie unserer Grafik- und PR-Abteilung, die heute diese Online-Veranstaltung technisch realisiert haben. Nun übernimmt mein Kollege Felix Jäger das Wort und wird eine kurze Einführung in unser Buch geben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Buchvorstellung und der Podiumsdiskussion mit Horst Bredekamp und David Kugel. Schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jaso. Ich darf Sie nun ebenso meinerseits sehr herzlich begrüßen. Ich bin Felix Jäger. Ich arbeite im kunsthistorischen Verbundprojekt Bilderfahrzeuge mit Sitz am Warburg Institute in London, von wo ich heute auch zu Ihnen spreche. Ich hatte die Ehre, zusammen mit Yasu Sakamoto und Jun Tanaka als dritter Herausgeber am Sammelband Bilder als Denkform mitzuwirken. Die beiden Symposien, die Sakamoto mit Schützenhilfe der Humboldt-Stiftung an der Universität Tokio ausgerichtet hat, stellten den Versuch dar, wie Sakamoto schon dargestellt hat, einen deutsch-japanischen Dialog über jüngere Fragestellungen der Bild- und neurowissenschaftlichen Forschung anzuregen, wie er in dieser Form bisher kaum geführt worden ist. Das Hauptaugenmerk lag zunächst auf dem japanischen Publikum, das vor Ort und dann durch einen japanischsprachigen Sammelband mit etablierten und jüngeren Positionen aus Deutschland bekannt gemacht werden sollte. Diese erste umfangreiche Publikation, die wir auf dem Slide sehen, wurde von Sakamoto zusammen mit den beiden Tokioter Kunstwissenschaftlern Jun Tanaka wiederum und Yoshikatsu Takemine herausgegeben. Und diese Publikation hatte den Ehrgeiz, das ganze Panorama bildwissenschaftlichen Arbeitens, also Image Studies Today, das ist der englische Titel, durch ausgewählte Stichproben zu vermitteln und folgte damit jener interdisziplinären Diskussionskultur, der auch die beiden Symposien verpflichtet waren. Der Sammelband über Bilder als Denkform, dem die heutige Veranstaltung gewidmet ist, soll den in Japan angestoßenen Austausch nun umgekehrt auch einer deutschen Wissenschaftsöffentlichkeit näher bringen. Hier stehen dementsprechend eher japanische Forscher im Vordergrund, die in deutscher oder englischer Übersetzung
und kombiniert mit ausgewählten deutschen Wortmeldungen vorgestellt werden. Die Publikation stellt damit die Summe und den Endpunkt einer insgesamt fünfjährigen Zusammenarbeit dar, die sich ausgehend von unserem Spiritus Rector Yasuo Sakamoto zwischen Tanaka, mir, der Humboldt-Stiftung und der Universität Tokio abgespielt hat. Bilder als Denkform sollte dieses Projekt und seine zahlreichen Akteure dokumentieren, aber auch neue Perspektiven eröffnen. Die vielleicht wichtigste Errungenschaft des Projekts, die sich leicht übersehen ließe, stellt dabei die sprachliche und kulturelle Übersetzungsarbeit dar, die in kopfzerbrechenden und mitunter scharf geführten Diskussionen erkämpft werden musste und die sich den versammelten Studien zweifellos eingeprägt hat. Wir sind stolz darauf, dass nun auch jüngere deutsche Wissenschaftler auf Japanisch und umgekehrt japanische Experten auf Deutsch gelesen werden können. Hierin liegt unseres Erachtens ein besonderer Mehrwert, der durch das Englische, in dem die inter- und transkulturelle Forschung vorwiegend korrespondiert, nicht eingefangen werden kann. Das gilt insbesondere für diejenigen Artikel aus Japan, die sich mit deutschsprachigen Protagonisten befassen, wie Goethe, Warburg und Benjamin, bei denen die mehrfache Schichtung von originalen und übersetzten Ausdrucksformen überraschende Spannungsmomente zutage gefördert hat. Hierüber hinaus waren Auswahl und Arrangement der Essaybeiträge von zwei Leitmotiven bestimmt. Einerseits der epistemischen oder wissensstiftenden Dimension von Bildern, andererseits ihrer kulturellen Einbettung, insbesondere natürlich hinsichtlich japanischer Sehgewohnheiten. Diese beiden scheinbar konkurrierenden Momente sollten in einen Dialog gebracht und auf die bildwissenschaftliche Methodik bezogen werden. Dabei ging es uns darum, gleichermaßen dem empirischen, objektiven Sinn von Bildern wie ihren kulturellen und historischen Eigendynamiken gerecht zu werden, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Wie wir uns eine solche kultursensible Bildwissenschaft vorstellen, und hierauf hat Sakamoto schon angesprochen, haben wir anhand eines Pflanzenporträts des japanischen Fotografiepioniers Ogawa Katsumasa, das den Einband ziert, darzustellen versucht. Der handkolorierte Lichtdruck zeigt eine japanische Sumpfschwertlilie, eine Iris kämpferi, die mit scheinbar größter Präzision drei aufeinanderfolgende Wachstumsphasen abbildet, so wie es in zeitgenössischen botanischen Zeichnungsverfahren üblich war. Die abgedämpfte Farbgebung, die sich als Sachlichkeit missverstehen ließe, ist dabei aber zugleich der japanischen Schattenästhetik und dem Wabi-Sabi verpflichtet, das in der fließenden Welt und ihren vergänglichen, unvollkommenen Erscheinungen die Leere des Daseins, das Mu, erkennt. Eine ganz ähnliche Amalgamierung von taxonomischem und sinnbildlichem Sehen ist beim Biologen und Volkskundler Minakata Kumagusu zu beobachten, der sich um die Entdeckung mehrerer Schleimpilztypen verdient gemacht hat. Und links sehen wir eine technische Zeichnung von ihm. Offenbar war Kumagusu durch seine buddhistische Prägung eher für diese halb pflanzlichen, halb tierischen Lebewesen sensibilisiert. Ein von ihm eingeführtes Mandala, das wir hier rechts sehen, Meditationshilfe und Denkbild zugleich, visualisiert, wie sich verschiedene Phänomene gleichermaßen aufeinander und auf gemeinsame natürliche Gesetzmäßigkeiten beziehen können, ohne dabei beliebig zu werden. Bilder als Denkform enthält sowohl bildwissenschaftliche Essays japanischer Forscher, die ausgewählten deutschen Positionen gegenübergestellt sind, als auch ausgewählte Studien zur japanischen Bildkultur. Diese sind in fünf grobe Problembereiche gegliedert. Eingeleitet wird der Sammelband durch ein Interview zur Methodik der Bildwissenschaft und den Herausforderungen empirischer und kultureller Fragestellungen. Hierauf folgen drei Beiträge, die sich anhand der Lektüre von Warburg und Benjamin mit den aktiven, psychologischen und sozialen Wirkmächten von Bildern befassen. Die Sektion zu epistemischen Bildern widmet sich wissenschaftlichen und apparativen Visualisierungsformen, dem Farbspektrum bei Newton und Goethe, dem Klima bei Alexander von Humboldt, sowie der metrischen Fotografie des 19. Jahrhunderts. Der dritte Abschnitt umfasst kurze Projektbeschreibungen zur japanischen See- und Körperkultur. Einmal analytisch zum japanischen Zeichentrickfilm, dem Anime, einmal gestalterisch zu sportlichen Enhancement-Technologien und einmal empirisch zur kulturellen Konditionierung japanischer und europäischer Wahrnehmung. Naturbilder beinhaltet einen Abriss zu zentralen Denkmotiven der japanischen Ästhetik, einen Artikel zum Zusammenspiel von Bild und Natur vom 16. Jahrhundert bis heute, sowie einen Diskussionsbeitrag zu Synergien zwischen deutschen und japanischen Bildbegriffen.
Die letzte Sektion schließe ich durchdenkt empirische Verfahren und das Verhältnis von Natur- und geisteswissenschaftlichen Diskursen. Wenn Sie Interesse am Erwerb des Buches haben, können Sie dieses direkt bei De Gruyter, Amazon oder sonstigen gängigen Plattformen und Buchhändlern erwerben. Darüber hinaus ist auch eine digitale Version erhältlich, die ebenfalls bei De Gruyter abgerufen werden kann. Die letzte Sektion des Buches, die hier noch auf dem Slide erscheint und die sich maßgeblich auf die Arbeit am NPI beruft, von wo aus wir heute sprechen, steht auch im Hintergrund unserer heutigen Podiumsdiskussion. Der Spannungsbogen, der sich zwischen objektiven, kulturellen und subjektiven Wahrnehmungsweisen auftut, vermittelt im Denken mit und durch Bilder, soll im Gespräch zwischen Horst Bredekamp und David Pöppel wieder aufgegriffen und weitergedacht werden. Wir sind auf einen provokativen Bild- und neurowissenschaftlichen Dialog gespannt. Ich darf nun das Wort an Wiebke Bernhard übergeben, die unser Podium vorstellen wird. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Wiebke Bernhard. Ich bin Masterstudentin der Philosophie an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und daneben als wissenschaftliche Hilfskraft am Max-Planck-Institut tätig. Ich möchte jetzt aber gar nicht groß über mich sprechen, sondern möchte die beiden Diskussionsteilnehmer des heutigen Abends einmal kurz vorstellen. Horst Bredekamp ist seit 1993 Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort leitet er seit 2019 als Senior-Co-Sprecher den Exzellenzcluster Matters of Activity, der sich disziplinübergreifend mit der Kultur des Materialen, insbesondere dem Analogen in unserem digitalen Zeitalter befasst. Für seine Studien wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2006 mit dem Max-Planck-Forschungspreis und 2015 wurde er in den Orden Pour le Mérite aufgenommen. Seine zahlreichen Publikationen reichen von steinzeitlichen Werkzeugen zu den Medienkünsten, von der romanischen Skulptur bis hin zu den Zeichnungen von Darwin. Bredekamp setzt sich für ein Verständnis der Kunstgeschichte als paradigmatische Bildwissenschaft ein, nach der für Erkenntnisgewinn das händische Machen und sinnliche Wahrnehmen unabdingbar ist und gilt heute als einer ihrer bedeutendsten VertreterInnen. David Pöppel ist seit 2009 Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der New York University. Im Juni 2014 wurde er zum wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und zum Direktor der Abteilung Neurowissenschaften am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik ernannt. 2019 mitbegründete er das Max-Planck NYU Center for Music, Language and Emotion. Zu seinen Hauptforschungsgebieten zählen neben den Grundlagen der kognitiven Neurowissenschaften unter anderem die neuronale Verarbeitung von Sprache, beispielsweise die neuronalen Publikationen mit akustischer Wahrnehmung und Musik, wobei konkret die Zeitstruktur der Wahrnehmungserfahrung und multisensorische Wahrnehmung relevante Forschungsgegenstände ausmachen. Pöppel bedient sich vorwiegend neurowissenschaftlicher Methoden wie den bildgebenden Verfahren EEG, MRT oder MEG. Persönlich kennengelernt haben sich Horst Bredekamp und David Pöppel bereits am Wissenschaftskolleg zu Berlin, wo sie von 2003 bis 2014, respektive von 2003 bis 2004 als Fellows tätig waren. Ihre inhaltlichen Schnittstellen bestehen jedoch nicht nur in der wissenschaftlichen Betrachtung von künstlerischen Erzeugnissen jenseits der starren Grenzen des Kanons. Bredekamps bildwissenschaftlicher Ansatz befasst sich ebenso wie Pöppels neurowissenschaftliches Vorgehen mit den physiologischen, kognitiven und psychologischen Bedingungen von Wahrnehmung und Erkenntnis. Wichtige Gemeinsamkeiten liegen dabei in der Zentralstellung der Wahrnehmungspsychologie und in der Verbindung verschiedener fachlicher Ansätze bei der Analyse ästhetischer Phänomene. Trotz der unterschiedlichen historischen Stammbäume ihrer jeweiligen Disziplinen finden wir hier also einen Bereich, in dem die empirischen Methoden, die Pöppel in seinen Studien anwendet, ganz ähnliche Fragen zu beantworten suchen wie Bredekamps Bildwissenschaft. Herr Bredekamp, Herr Pöppel, wir freuen uns sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Und sind gespannt, wie Ihre unterschiedlichen Ansätze die Provokation denkender Bildformen analysieren. Ich wünsche Ihnen eine spannende und fruchtbare Diskussion. Vielen Dank.
Danke. Ja, haben Sie herzlichen Dank. Eigentlich sollte David Pöppel sprechen, aber er ist eingefroren, jetzt ist er wieder aufgetaut. Das war, wie man auf Englisch sagt, saved by the bell. In dem Moment, wo es losging, hat das Internet aufgehört. Okay. Das, und saved by the bell wollte ich nur sagen, ich finde es ja bemerkenswert eingeladen, also das, ich werde hier sozusagen eingeladen, über Bilder und Bildwissenschaft und Bildakte zu sprechen mit dem Weltmeister. Und ich bin sozusagen dritte Unterliga hier. Vielen Dank, ihr Organisatoren, dass ihr mich sozusagen mit Bredekamp ins Zimmer setzt, damit er mir eine überbraten kann. Das ist leider lustig. Entschuldigung, David. Bevor du startest, ich habe dir gerade Host gegeben. Kannst du aufzeichnen und dann deinen Bildschirm starten? Es steht schon da. Bei mir ist schon Recording an. Ah, okay, wunderbar. Ja. Wenn es so ist, dann super. Danke. Dann können wir mal gemütlich weitermachen. Ja. Wir sind alle da. Horst, du kannst mich hören und sehen. Und hoffentlich bleibt das Internet auch dran. Ich habe als erstes mal, ich habe natürlich mit großem Interesse deinen Artikel in dem Band gelesen, das ich sehr empfehlen kann, das Buch, bei uns sehen kann. Also es ist ein fantastisches Buch. Man kann es irgendwie nicht richtig sehen hier. Run, don't walk to your nearest click and buy yourself the book. Wirklich exzellent. In diesem interessanten Buch argumentiert Horst zum Beispiel, dass sich Natur und Kunst annähern oder gegenseitig assimilieren. Und in einem sehr interessanten Essay über zu Neomanierismus. Und da wollte ich als erstes mal fragen, was du da eigentlich mit meinst. Denn da fühlte ich mich gleich schwach angeredet mit der Idee. Ja, ich glaube, der Artikel hat den Untertitel Überlegungen zum Neomanierismus oder so ähnlich, den Begriff, genau, den du gerade bereits angesprochen hattest. Und ich bin auf diesen Versuch einer Begriffsbestimmung unserer Zeit gestoßen. In einem Moment, als für mich durch neuere Entwicklungen in der Mikroskopie mir ein Phänomen neu aufzutauchen schien, das intensivst um 1600, also der Epoche, die man üblicherweise mit dem sogenannten Manierismus verbindet, bereits eine starke Diskussion ausgelöst hatte. Man kann nur immer wieder zitieren, Torquato Tasso über eine Gartenkunst in Ferrara, die Kunst ahmt eine Natur nach, die ihrerseits lachend die Kunst nachahmt. Also die Natur strampelt sich ab, um die Natur nicht nur in ihrer Oberfläche, sondern auch in ihrer schöpferischen Kraft nachzuahmen. Und dann ist das Ergebnis da. Und die Natur lacht über diesen Versuch und übersteigert diesen, die Kunst mitnehmend. Das ist also die Vorstellung einer tiefen Verschränkung zwischen der, sagen wir es hochgegriffen, Schöpferkraft sowohl von Natur und Kunst. Eine ganz starke, also eine intrinsische Verzahnung, bei der die Triebkräfte wechselwirkend agieren und sich selbst und sich gegenseitig anstoßen und bereichern und antreiben auch. Und etwas Ähnliches findet für meinen Begriff eben seit vielleicht zwei Generationen massiv in großer Steigerung statt. Vor allem, damit endet auch der Artikel, in dem Versuch, im Mikroskop bildhaft zu werden unterhalb der Lichtschranke, in Göttingen Nobelpreis 2014 den Mikroorganismen eigene Moleküle, phosphorizierende Moleküle einverleibt werden, sodass Creatures entstehen, die in der Natur nicht vorhanden waren. Und diese Creatures erzeugen
Bilder, wenn man das so salopp sagen will, die, deren Größe unterhalb des Lichtes sind. Das heißt, der Natur wird etwas künstlich zugeschrieben, nein, nicht zugeschrieben, sondern beigegeben, was dann bildaktiv wird. Und das fand ich einen fantastischen Beleg von Tassos Argumentation. Und insofern nur an diesem Beispiel der Begriff, die Wiederkehr des Neomanierismus, tiefe Verschränkung von Natur und Kunst, wenn ich Kunst, die menschliche, technische, kunsttechnologische Fähigkeit als Ganze meine. Ist es auch aus der Perspektive des Betrachters so, deiner Meinung nach? Also wenn ich mir ein Kunstwerk anschaue oder ein, sagen wir mal, eine Visualisierung eines Organismus durch moderne Mikroskopie? Da werde ich dann etwas nervös, muss ich sagen. Denn vielleicht aus der Perspektive, die du da argumentierst, finde ich interessant. Also ist die Grenze zwischen Natur und Kunst im Bild ist vielleicht porös oder sogar miteinander verzahnt. Aber aus meiner Perspektive ist der Unterschied für den Betrachter fundamental. Denn also man hat ja ein anderes Gefühl über die Agency. Woher kommt das? Ist das ein natural kind oder ein Artefakt? Ja. Das wird ja auch anders verarbeitet, neuronal, um das gleich mal reinzuwerfen. Ja, diese Frage oder dieses Statement zielt in den Kern des Problems, der für meinen Begriff nicht aufgelöst ist. Und nochmals gesagt, für meinen Begriff kann man ihn mit präzisen Methoden beschreiben oder zu beschreiben versuchen. Aber wie sich der Effekt, den du oder das Problem, das du gerade aufgemacht hast, darstellt und wie es abläuft, ist für meinen Begriff nicht wirklich in der Tiefe ergründet. Der Betrachter glaubt im ersten Moment unmittelbar zu sehen, zu erkennen, was er sieht. Mhm. Im zweiten Moment erkennt er eine Distanz zwischen dem, was dargestellt ist, und dem Bild. Das ist die zweite Problematik, die, wenn sie nicht, die zweite Sensibilität methodischer Art, die, wenn sie nicht vorhanden ist, das Bild mit dem Gegenstand gleichsetzt, in einer unmittelbar repräsentativen Weise. Und das ist ein Fehlschluss, denn das Bild ist in einem Unterschied, in einer unterschiedlichen Relation gegenüber dem, was es darstellt, ja bezeichnet. Und nun kommt das eigentliche Problem. Was tut das Bild? Illustriert es etwas anderes? Kommt es dem, was der Betrachter weiß, vorbewusst oder auch bewusst und nur in diesem Sektor entgegen? Oder bringt jedes Bild, und das ist meine Grundüberzeugung, einen Moment des für den Betrachter Unerklärbaren, was ihn herausfordert, vielleicht bedrückt, anfeuert, ihn zum Denken bringt, ihn verwundern lässt. Und das ist der dritte Komplex, den, wie gesagt, ich glaube, man kann ihn nur beschreiben, aber das wäre meine Frage an dich, ob man ihn, wenn du diesen auch konstatierst, neurobiologisch fassen kann. Ich meine, also das erinnert mich so ein bisschen, also wie du das erzählst, erinnert mich ein bisschen an den schönen Ausdruck, der, soweit ich weiß, von Gombrich ist, die The Beholder's Share. Ja. The Beholder's Share ist ja tatsächlich, und das ist auch neurobiologisch aufdröselbar, unterschiedlich für die Betrachtung von Artefakten und natürlichen Objekten. Schon sehr früh im Wahrnehmungsprozess. Das heißt, es ist sozusagen, du sagst ja gut, es kommt erstmal sozusagen eine Erkennungs-, ein kurzer Schub der Erkennung und dann so ein nachgelagertes, was weiß ich, das die individuelle Hermeneutik oder sowas, die das erklärt. Aber schon in den ersten Momenten der visuellen Wahrnehmung sind solche wirklich hochgradig komplexen Kategorisierungen ja schon gemacht. Genau. Also innerhalb einer fünften Sekunde weißt du ja alles Mögliche schon. Das ist irgendwie faszinierend. Das heißt, das ist, wie am Schluss deines Kapitels auch zitiert, das ist Thinking Fast and Thinking Slow von Daniel Kahneman. Ja.
dieses erste intuitive Schnelle ist ja nicht eine oberflächliche Trivialität, sondern kommt schon mit sehr viel subtiler Information. Was macht dann der nachgelagerte Prozess? Ist es sozusagen dann your internal hermeneutic engine oder sowas? Also Yasuhiro Sakamoto, einer unserer Gastgeber, der macht ja sehr interessante Experimente zur visuellen Wahrnehmung auch. Und eine der Resultate, die sozusagen konvergent aus vielen Studien zusammenkommen von Yasu und auch von anderen Kollegen, ist, dass es ungefähr, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, 200 Millisekunden, also eine Fünftelsekunde dauert, bis man einen Eindruck hat, der einem dann auch bleibt, der wirksam wird, der bewusst wird. Was passiert denn alles davor und danach? Das ist ja nicht unschuldig. Also man hat, aus meiner Perspektive, wenn wir das sehen, hat man, ich bin mir gar nicht so sicher, dass es überhaupt das Konzept Bild gibt bei der visuellen Wahrnehmung, sondern es sind Bilder, die dynamisch verändert werden. Und einfach mal kurz, Klammer auf, etwas über Visualisierung zu sagen, aus der biologischen Perspektive. Ja. Ja. David? Vielleicht. Das heißt, du siehst nicht ein Bild, sondern du siehst Dutzende von Bildern. Ja. Und die sind etwas unterschiedlich und die werden auch aufeinander, die müssen sozusagen verbunden werden. Das ist gar nicht mehr so klar, ob in der wissenschaftlichen Visualisierung zumindest das Konzept Bild definierbar ist. Und das ist was, was sich innerhalb von einer halben Sekunde ändert und wieder ändert. Ja, das ist keine Frage, dass auf der untersten Ebene nicht die Frage des Bildes, sondern des visuellen Impulses erörtert werden müsste. Und die Eingangsfrage nach dem Bild ist erst dann am Platz, wenn zwischen Umwelt und gestaltetem Bild, also einem absoluten Minimum von Eingriff, der einen Zusatz von Gestalt hinzubringt, unterschieden werden kann. Dennoch bleibt für meinen Begriff das Problem, das du angesprochen hast, der Kürze des Impulses vergleichbar. Und ich habe mit dem schon angesprochenen Sakamoto damals, als er am technischen Bild und dann auch am ersten Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung war, darüber lange diskutiert. Und wir kamen immer wieder auf die kleinen Perzeptionen von Leibniz, die vielleicht das Ungeheuerlichste für die Schulphilosophie insofern darstellen, als Leibniz davon ausgeht, dass in den unmittelbarsten, den begrifflichen Apparat noch nicht ansatzweise zugänglichen Impulsen bereits eine Erkenntnis abläuft, die im Extrem die Zusammensetzung des Kosmos verstehen hilft. Sein großes Beispiel ist die Bewegung von Ebbe und Flut. Wenn man ein Hotel mit offenem Fenster, dann hört man die Unterschiede von Ebbe und Flut nicht mehr, sodass man noch nicht einmal merkt, dass man perzipiert. Aber im Unterbewusstsein kriegt man natürlich die Bewegung des Mondes mit, also von Ebbe und Flut. Und so kommt Leibniz zur Argumentation, der Mensch erkennt nicht nur bereits in unmittelbaren sinnlichen Impulsen, sondern selbst dann, wenn er gar nicht merkt, dass er sinnliche Impulse besitzt. Und das ist das für meinen Begriff nach wie vor Ungeheuerlichste, was auf deine Frage abzielt. Nicht? Und ich weiß noch, Sakamoto, wir haben, glaube ich, im Hackischen Hof gesessen und er sagte, ja, wir gehen bisher bis auf 300 Millisekunden. Und ich sagte, ja, Leibniz würde sagen, tiefer, tiefer. Und ich glaube, er hat es dann auch gemacht. Nicht? Ja, was spielt sich dort ab?
Es gibt eine Theorie, die ich für sehr, sehr wichtig finde, nicht wichtig, sondern bedenkenswert, die eben deine Frage auf Bilder kapriziert. Und das ist die Theorie Leonardo da Vincis, die er im Begriff des Nunc, subito, gefasst hat. Seiner Meinung nach ist das menschliche Auge in der Lage, auf einen Schlag selbst die komplexesten großformatigen Gemälde zu erfassen und zu verarbeiten. Das ist später dann teils kritisiert, aber auch aufgenommen worden, unter anderem in dem Begriff des Coup d'œil, des Augenschusses, des Augenschlages sozusagen, was in vielen Bereichen der Politik, des Militärs und auch in der Philosophie eine starke Rolle spielte. Aber das wäre ein Argument, der Coup d'œil, der deine Frage nicht nur in Bezug auf visuelle Impulse, wie sie auf uns einprasseln vom ersten Moment an, sondern in Bezug auf gestaltete Bilder scharf werden lässt. Frage, die sich bei dem gleich stellt, ich glaube, die ist auch irgendwo in dem Buch angesprochen, vielleicht ist es auch in deinem Kapitel, ist, dass man natürlich nicht unbedingt die Sachen sieht, auf die man fixiert, die man in der Vorwehr hat, sondern dass sehr viel der Wahrnehmung von dem Ganzen drumherum ist, von der kontextuellen Information, wie du sagst, auch, also du liegst im Hotel und Ebbe und Flut siehst nicht, aber du weißt, dass der Mond sich bewegt. Das sind alles Sachen, die sozusagen das, dein internes Modell mit sich bringen. Das ist auch übrigens the beholder's share. Also dein gesamtes Vorwissen, das die Kontingenzen sozusagen zur Verfügung stellt oder den Rahmen, in dem du dann die spezifische perzeptuelle Erfahrung einbettest. Ja. Aber was interessant ist, dass natürlich gerade beim Bild, du siehst vielleicht alles in einem Nunc, aber nur ganz bestimmte Sachen werden sozusagen bis zum Ende durchprozessiert. Nämlich da, also auch wenn du irgendwo hinstarrst, fixierst, kann deine Aufmerksamkeit relativ unabhängig sozusagen wandern über das Bild. Und das ist natürlich schon interessant, dass es einen Unterschied gibt, den vielleicht Leonardo noch nicht kannte, zwischen wo du hinguckst, was Teil eines Bildes. Und die sagen, David, deine Verbindung ist jetzt weg. Okay, jetzt bist du wieder. Könntest du wahrscheinlich kurz wiederholen, was du dann vor 10 Sekunden gesagt hast. Ja, das ist furchtbar. Aber jetzt, das Internet ist so ein furchtbares Ding. Also den Unterschied, ist mir nicht klar, dass Leonardo den Unterschied zum Beispiel mitgedacht hat. Den Unterschied zwischen sich auf etwas fixieren und die Zuteilung von Aufmerksamkeit auf andere Teile. Ja. Das ist sozusagen ungewöhnlich. Ja, es ist die Frage des Eye-Tracking. Und das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Mhm. Bei den Sarkaden wird also Bewegung des Auges wird durch die Kamera im Eye-Tracking-Verfahren ja die Fixierung der Pupille geprüft. Also das, was ich bewusst wahrnehme. Und mir hat immer... Das ist eben nicht richtig. Also das, wo du hinfixierst, also die Vorwehr hin zeigt, heißt nicht das, wo du auch darauf aufmerksam bist. Das ist das Problem dabei. Also das ist die Herausforderung. Das heißt, du guckst in, also übrigens ein kleines Factoid für die Zuschauer, die nicht unbedingt sich mit sowas beschäftigen. Wenn man eine ganz normale Szene anschaut, sei es ein Bild oder ich schaue hier aus meinem Fenster raus, macht man ungefähr 3 bis 5 Sakkaden pro Sekunde. Das heißt, man sammelt die Welt ein, in kurzen Eindrücken, die immer so ungefähr 1/5 Sekunde lang sind. So ist das die Sampling Rate der visuellen Wahrnehmung. Und das heißt, wenn sich die Augen irgendwo hinbewegen, dann guckst du immer was anderes an. Das heißt, es folgt daraus aber nicht, dass das ist, was du dann bewusst wahrnimmst. Das kann nämlich das sein, wo du gerade herguckst oder das Prädizierte, wo du bald hinguckst als nächstes. Ja. Das musst du auch schon Ernst Mach und Helmholtz. Also das heißt, Du guckst irgendwo hin, da weißt du schon, was du erwartest. Ja, also das finde ich fundamental wichtig,
Also mein Statement eben war eher als Frage gemeint, nicht? Denn also mich hat sehr beeindruckt der Artikel von Carlo Ginzburg, der Jäger entzeffert die Fährte. Dieses Fixieren und zugleich das Beobachten dessen, was nicht fixierbar ist, weil für den Jäger droht genau von dort die Gefahr, wo er nicht konzentriert ist. Und die Frage ist, ob nicht das Gehirn, und das wäre wieder die Frage an dich, ob man das beweisen kann, gerade dort am aktivsten ist, wo es sich am unsichersten ist, wo es also über die Fixierung am wenigsten Genauigkeit und Orientierung gewinnt. Nicht? Und damit wäre die Eye-Tracking-Methode eine dann ja eher indirekte Fragestellung, die nicht die Pupillenfixierung, sondern die Umgebungsneurobewegung dann deutlicher erfassen lassen würde. Also ich meine, da hast du absolut recht. Also ich meine, das kann man natürlich schon untersuchen und das wird auch gemacht aus einer etwas ungewöhnlichen Perspektive, nämlich der Perspektive der Informationstheorie im Sinne von Shannon. Ja. Und so wie das heutzutage untersucht wird, sowohl bei visuellen Wahrnehmungen als auch bei der auditiven Wahrnehmung, taktilen Wahrnehmung und so weiter, ist, dass man präferenziell sozusagen you explore the space, wo die Information am reichhaltigsten ist. Und da kriegst du auch die größte neuronale Antwort. Also wenn du irgendwo hinguckst, wo du eh schon weißt, was ist, ja, dann wird die neuronale Reizantwort immer kleiner, 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 weil es einfach sozusagen, das ist die neuronale Reflexion der Langeweile sozusagen. Ja. Du guckst aber, also du reagierst sehr viel stärker auf die Reize, die Konfiguration von Informationen, die mehr Informationen oder sogenannte mehr Überraschungen hat. Ja. Also dieses Konzept von Surprisal, was in der Informationstheorie von Shannon so eine große Rolle spielt, das wird jetzt ganz detailliert, wenn Leute irgendwo hingucken, kannst du es genau ausrechnen. Ist das neu? Ist das neu? Ist das neu? Und schaust du dir das wirklich an oder hörst du dir das an? Das heißt, man kann es quantifizieren. Das heißt natürlich nicht, dass man es verstanden hat, aber zumindest gibt es da eine Möglichkeit, das ein bisschen genauer zu messen und die Idee zu untersuchen, guckst du dahin, wo etwas Reichhaltiges und Neues und Informatives ist. Ja. Was dich überrascht in einem sozusagen, ja. Also ich, das ist, finde ich, sehr, sehr bedeutend, weil es uns auf unserer Japan-Reise von der japanischen Ästhetik geradezu entgegenkam. Nicht? Felix Jäger hat in seinem Beitrag darüber geschrieben und ich muss ihn richtig aussprechen, Shinneni Inaga, wo er zeigt, dass im Grunde die Fluxusästhetik in dem Unwillen, figurativ zu definieren, in einer, ich sage jetzt wirklich in Anführungszeichen, westlichen, in meinem westlichen Vorverständnis, ich streiche das westlich sofort wieder, aber wenn man davon ausgeht, dass Figuren in einem Gemälde figurativ ernst gemeint sind, dann wird das so die Argumentation von einer japanischen Ästhetik her in gewisser Weise konterkariert, als auch im Nicht-Figurativen oder in Nebensächlichkeiten, die erst überhaupt nicht im Blick sind, dieselbe Energeia, um es aristotelisch zu sagen, entgegenkommen kann, sodass es eine Art Fluxus von bildlicher Argumentation gibt, der, ich versuche jetzt diesen Brückenschlag, genau dem entspricht, was du als neurophysiologischen Prozess beschrieben hast. Und das war für mich eine wirklich große Überraschung und auch durchaus Freude, zu erfahren, wie man über die Kulturen hinweg durchaus Prozesse nicht nur antagonistisch, sondern aus verschiedenen Perspektiven, nicht bestätigend, aber doch auf ein Feld von Verständnis führend erleben konnte. Nicht? Also diese beiden erwähnten Artikel sind nur zwei Beispiele. Und das, ja, das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten.
Ich wollte dich in eine etwas andere Richtung noch ein bisschen quälen, die mir besonders nahe war, nämlich irgendwo in dem Buch steht, ich weiß es nicht mehr, von wem geschrieben, dass ein Wunsch wäre, dass die Bildwissenschaften integriert werden in die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften. Was ich faszinierend finde und wenn möglich sehr interessant, epistemisch interessant, wenn es funktioniert. Kannst du da ein bisschen kurz erklären, wie du dir das vorstellst? Das war mir also, dass man, weil dass Naturwissenschaftler, sagen wir mal, Resultate bildlich darstellen, ist teilweise ja nicht nur für die Beschreibung, sondern auch für die Erklärung von Zusammenhalten, von irgendwelchen Wissenschaften zusammenhängen. Aber wie wird jetzt, also was ist der konkrete Beitrag zum Erkenntnisgewinn der Naturwissenschaften, den die Bildwissenschaften leisten sollten? Also das haben wir in dem Gespräch, in dem ich Felix Jäger und Yasu Sakamoto dein Wort aufnimmt, wie war das eben gemacht hat, glaube ich, dort haben wir uns dem versucht zu nähern. Ich habe das Glück gehabt, eben nach wirklich sehr guten Erfahrungen in Hamburg an der Universität, an die Humboldt-Universität zu kommen in den 90er Jahren, wo unter dem Label der zwei beiden Humboldts die Grenze zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft weniger stark war. Es hat aber Jahre gedauert, ungefähr 10 Jahre, bis die vielen Gespräche dazu führten, dass man sich miteinander versteht, ohne sich darstellen zu müssen, also in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ja. Das, also ohne jetzt sich, meine Methode ist, also auf der Ebene bringt es nichts. Das ist irritierend. Irritierend, und dann gibt es immer die Zeigefinger und das ist unproduktiv. Aber das dauert sehr lange, also fast 10 Jahre. Und aus diesem Impuls heraus einer Gemeinsamkeit konnten wir dann Bildwissen, Gestaltung, das Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und das technische Bild, diese Abteilung gründen. Und die Grundargumentation war, die Naturwissenschaften sind auf Bilder, haben immer mit Bildern gearbeitet. Und sie tun das immer, auch wenn sie sich dies nicht eingestehen oder Bilder sogar als die Erkenntnis verfälschend missachten. Und sie tun das umso mehr, als die Naturwissenschaft ihrer eigenen Selbstbeschreibung nach nicht mehr bildträchtig ist. Und dies liegt an den überhaupt gar nicht mehr Bildern zugänglich ist. Und das liegt natürlich an der Bewegung, mindestens ein Argument der Big Data, die kein Mensch verstehen kann. Das heißt, die Big Data erzeugen genau das, worüber wir gesprochen haben, auf einen Schlag. Einen hochkomplexen Stoff, reiche Ergebnisse überhaupt erfassen zu können. Und so treibt die nicht mehr bildfähige Naturwissenschaft in permanent neu in Bilder und Diagramme vor allem. Und Diagramme, das wissen wir nun als Bildwissenschaftler, sind nie unmittelbar zu dem, was sie zeigen, sondern haben eine eigene Geschichte. Und in der eigenen Geschichte, es gibt keinen Menschen, der ein Diagramm erfindet, das nicht eine Geschichte hat. Und in dieser Geschichte stecken eigene Erfahrungen, eigene Zusammenhänge, die sich mit dem, was das Diagramm zeigen soll, verbinden. Und wenn dieses nicht wahrgenommen wird, dann unterliegt der Naturwissenschaftler einer Selbsttäuschung, weil er diese Differenz, das war unser allererster Punkt zu Anfang, nicht? Wenn er diesen nicht mitreflektiert, dann findet im Grunde eine Banalisierung statt, die genau diese Differenzbestimmung als Erkenntnismittel ausschließt. Und damit wird er ein Gefangener des eigenen Modells. Mhm. Und wir haben das bei der Doppelhelix gesehen, es hat wirklich 3 Jahrzehnte gebraucht, um sich von der Beauty, von der Schönheit, von der Schlagkraft dieses Modells, ja, es besteht, es ist eine Wahrheit in ihm, aber in der Abstraktion, in der Schönheit dieser Abstraktion lag auch eine Hemmung. Und ich erinnere mich genau an den Artikel, ich glaube 1994 von Winnacker, der dann ja der Chef
wurde der DFG, der dann beschrieb, sorry, die Wirklichkeit ist komplexer. Lass uns dieses Modell doch anders fassen. Nicht? Und hier ist ein Feld, in dem Naturwissenschaft und Bildwissenschaft, auch Philosophie, Erkenntnistheorie, genuine Verbündete sind. Genuine Verbündete sind und dies im Grunde je stärker, je mehr Daten erhoben werden. Also sehr interessant, muss ich sagen, finde ich deine Bemerkung, dass Big Data ganz besonders profitieren könnte von einer kritischen Reflexion über die AI. Also ich bin, muss ich sagen, ich bin technologisch beeindruckt von Big Data und intellektuell finde ich es ziemlich lahm. Also we have big data, but not big theory. Also wir kommen unglaublich hinterher mit den Ideen, aber wir sammeln und sammeln und sammeln und haben keine Ahnung. Das heißt, es ist natürlich sehr interessant, wenn man den Big Data-Enthusiasten aufs Auge drücken könnte, dass sie sich in ihren Visualisierungen viel genauer auseinandersetzen mit der Geschichte, die sie erzählen. Ja. Übrigens ist das also so einfach eine anekdotisch aus dem Naturwissenschaftler-Alltag. Wenn wir Artikel schreiben und versuchen, die irgendwie einigermaßen ordentlich zu platzieren, geht es genauso, wie du sagst. Tatsächlich diskutieren wir dann immer, what is the story? Das heißt, du stellst ja nicht nur irgendwelche Daten dar, du versuchst ja irgendwas zu erklären. Und wir reden immer darüber, how does each figure that sequentially tell a story? Und das ist tatsächlich, wie du sagst. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, ist es eine sehr merkwürdige Handlungsweise. Wir legen die ganzen Diagramme hin und schieben sie hin und her und denken, was ist die Geschichte, die sich hier selber erzählt durch die Aneinanderreihung der verschiedenen Bilder und Datenerklärungen. Das, ja. Es ist wirklich so im Täglichen. Also we do storytelling on the basis of pictures. Ja. Also ich denke, am deutlichsten ist dieser Prozess oder der Zwiespalt, der sich hier auftut in der Astronomie, die ja ganz bewusst esoterische und exoterische Bilder verwendet. Mhm. Die exoterischen sollen auf das Titelblatt von Nature kommen und sollen Geld hacken. Um es ganz deutlich zu sagen, sie sollen möglichst schlagkräftig eine gewisse Empathie für den Stoff entwickeln, der gefördert werden soll. Mhm. Und die esoterischen Bilder gelten als solche, die völlig unverstellt die Daten, die herunterprasseln, visualisieren. Dass das eine Illusion ist, darüber haben wir eben gesprochen. Aber dennoch sind diese Daten deutlicher an einer hypostasierten Wirklichkeit als die exoterischen Bilder. Das ist sehr genau untersucht worden für die Bilder des Hubble-Teleskopes. Mhm. Dass eben diese grandiosen Nebel, nicht die über Andromeda und alle unglaublichen Wolkenbilder, das sind natürlich alles künstlich hergestellte Visualisierungen. Dort gibt es keine Farben, so wie wir sie kennen. Aber sie erzeugen einen fantastischen Eindruck und geben eine Stimmung dessen, was das Hubble-Teleskop an Daten gefunkt hat. Nicht? Sie sind nicht falsch, aber sie haben diesen Überschuss an Einschmiegung in die Erwartung, die sie zu exoterischen Bildern machen. Das vielleicht, um das noch anzufügen, unglaublichste Phänomen dessen, worüber wir gerade sprachen, ist ja durch die Weltpresse gegangen, die Visualisierung des schwarzen Loches. Ein Widerspruch in sich. Ein schwarzes Loch hat eine Gravitation, das jedes Licht schluckt. Deswegen kann es kategorisch keine Bilder liefern. Und das in der bisherigen Naturwissenschaftsgeschichte der größte Zusammenschluss einer Untersuchung, also ich glaube 12 Radioteleskope über die gesamte Welt zusammengeschlossen, 2 Jahre intensivster Forschung, das ist faszinierend zu sehen, der größte Versuch, der bisher überhaupt stattgefunden hat, um über Randphänomene zurückschließen zu können und ein Bild
so Hypostasie, sogenanntes Bild dessen zu bringen, was kategorisch sich jedem Bild verweigert. Und das ist für mich das ultimative Symbol, dass die Naturwissenschaft ohne Bild einfach nicht kann und will, obwohl sie weiß, dass vieles, was sie erforscht, nicht mehr oder niemals bildhaft war. Die Ironie dieser großen Studie ist natürlich wahrscheinlich nur einigen bewusst gewesen, die daran gearbeitet haben. Die Visualisierung des schwarzen Loches, das hat so ein bisschen was von Loriot. Aber nur manche haben da Spaß gehabt daran. Das ist schon richtig, also du sagst, ein wichtiger Punkt, ich glaube, das wissen alle, man muss sich immer wieder daran erinnern, dass die Abbildungen, die Bilder, die visuellen Analysen, die Wissenschaftler generieren, sind absolut, also hochgradig artifiziell. Das sind Rechen, also ich meine, ich beschäftige mich mit diesen Hirnbildern. Ja. Das gibt es nicht. Also du kannst natürlich gerne die Zeitung aufmachen, da siehst du ein Bild von irgendeinem Hirn, da ist ein Knubbel drauf, ein bisschen rot, ein bisschen blau. Aber so ist das nicht natürlich. Das sind sehr künstliche, statistische Bilder. Und einer meiner ersten Gelegenheiten, über das Thema nachzudenken, war auf deine Anregung, habe ich einen kurzen Artikel geschrieben für Bildwelten des Wissens. Ja. Einfach um zu argumentieren, dass Lokalisation keine Erklärung ist. Genau. Nur weil ich habe ein Bild, ich habe da irgendwo auf einer Karte, in der Landkarte was eingezeichnet, ich habe es auch noch bunt gemacht, weil es gut aussieht. Ja, und was dann? Das heißt, we don't understand how to understand. Uns fehlen einfach die Brückenhypothesen, um damit irgendwas anzufangen. Ja. Dass die Bilder suggerieren, dass die Naturwissenschaft Verständnis generiert, verständnisstiftend ist in dem Kontext, ist es aber nicht. Ja. Das sind statistische Verfahren, die gut aussehen. Und dann fängt die Schwierigkeit an. Dann muss man erstmal interpretieren, was ist da eigentlich überhaupt dargestellt? Was ist unter der Haube von diesem Ding? Ja. Das wissen Wissenschaftler natürlich auch, aber es ist schon richtig, dass wir das zu wenig machen. Wir sind naive Enthusiasten. Wir analysieren irgendeinen hochgradig komplizierten Datensatz und sieht das cool aus und dann feiern wir. Jetzt erzählen wir eine gute Geschichte dazu und publizieren das und irgendeiner kriegt einen Job. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich a thin layer of telling a story. Ja. Und da ist sehr wenig tatsächliches Verständnis, ob es nun mechanistisch sei oder irgendeine andere Art von Einsicht. Ja. Ja, das war ein sehr wichtiger Artikel in diesem Band der Bildwelten des Wissens über Bilder des Gehirns. Nicht ähnlich wichtig wie von Schwammbaum Jahre zuvor über die Victoria-Qualle, die ja diesen fluoreszierenden Stoff geliefert hat, der entdeckt wurde 1993, als Gottfried Böhm sein Iconic Turn-Buch schrieb. Das waren im selben Jahr zwei Ereignisse, die ohne voneinander zu wissen korrelierten. Also ich hätte, das große Problem, ich hätte die Frage, ob man jenseits einer unmittelbaren Lokalisierbarkeit von Prozessen im Gehirn, wonach ja jede Erwartung drängt, ich will wissen, wo. Nicht, das ist eine völlig natürliche Erwartungshaltung, aber wir wissen, du weißt es besser als viele, dass es so einfach nicht ist. Und gäbe es oder gibt es Versuche, das hier unlösbare Binding-Problem diagrammatisch zu lösen, also unterschiedlich feuernde, ich sage es jetzt metaphorisch, Areale oder Punkte im Gehirn, die für die Zusammenstellung der Semantik, der Sprache oder der visuellen Erkenntnis erkennbar sind, in ihrer Wechselwirkung, die sich dann befeuert, zusammenzustellen. Also gibt es Diagramme, vielleicht Spiralen oder ich fantasiere jetzt nur, um diese unglaublich schwierige Bewegung zu zeigen, die sich ja gegen die Vorstellung von Architektur, von Räderwerk und all dem ja völlig widersetzt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, also ich meine, ich bin immer wieder davon überrascht, wie naiv ich selber bin in meiner eigenen experimentellen Arbeit sozusagen. Also wenn man sich überlegt, das menschliche Gehirn hat über den Daumen gepeilt 86 Milliarden Zellen. Jetzt sind von diesen 86 Milliarden
hat jede, sagen wir mal, 1000 Nachbarn. Jetzt wird es abenteuerlich. Und der Zeithorizont der Aktivität ist, sagen wir, auf der Größenordnung von Millisekunden, sagen wir mal 30 Millisekunden. Also das geht, wie soll man überhaupt, man kann, es ist jenseits jeglicher Intuition. Und daher ist die Frage, wie würde dann eine Verbildlichung der Idee aussehen? Also das Binding-Problem, das berühmte Binding-Problem ist bei einem Gehirn, das sozusagen rekurrente Netzwerke sind, die hochgradig dynamisch sind und miteinander verzahnt. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das überhaupt sein soll. Eine Bewegung, die ich die natürlich irgendwie as a first approximation richtig ist, aber uns auch nicht weiterbringt, ist, dass man sagt, na gut, wir reden einfach nicht mehr über einzelne Areale im Kopf, die sozusagen gut anatomisch charakterisiert sind und physiologisch charakterisiert, sondern es geht alles über Netzwerke. Ja. Jetzt gibt es ein Netzwerk, aber das hat uns epistemologisch auch nicht weitergebracht. Dann heißt es, anstatt diese Area A sind es jetzt halt Area A, B, C, D und die sind das ist ein bisschen näher dran an einer korrekten Beschreibung, aber ist absolut nicht hinreichend für eine Erklärung. Das heißt, es schiebt das Problem einfach ein bisschen weiter und sagt, naja gut, dann sind es halt zehn miteinander oder 20 miteinander, egal. Ja. Da kommen wir auch nicht weiter, muss ich sagen. Also das sind, wie man jetzt an die wirklich schwierigen Sachen kommt, also ich meine, ohne zeitliche Dynamik kommt man sowieso an gar nichts. Denn das Gehirn ist schnell, wie wir hier durchexerzieren. Also einfach Wahrnehmung sehen, alles geht unglaublich schnell. Das heißt, die sequentielle Statik von Bildern oder, ist absolut nicht hinreichend. Aber irgendwelche Schlangenlinien, also da geht es ja in dem Buch viel um Schlangenlinien, die sind eigentlich auch nur metaphorisch zu verstehen. Das sind ja keine Mechanismen. Das sind sozusagen Bauchgefühl, Ideen, wie man ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven so ein Problem angehen kann. Aber es kann natürlich gut sein, dass das Gehirn so ein Problem wie der Kosmos. Das heißt, wir müssen abenteuerliche Hypothesen aufstellen, die dann nur durch sehr komplexe Rechnungen überhaupt uns weiterbringen können, weil es überschreitet unsere Vorstellungskraft. Du musst überlegen, das Kleinhirn, hinten dran im Kopf, 69 Milliarden Zellen. Das musst du erstmal bringen. Ich meine, man muss also Vereinfachungen machen, also man, weil es sozusagen, was sind dann die richtigen Vereinfachungen? Was ist sozusagen der Apfel? Was ist der inclined plane? Was sind die Idealisierungen, die in der Physik gut funktionieren, für die Hirnforschung, für die Neurophysiologie, für Wahrnehmung? Wir müssen halt relativ grobkörnige Vereinfachungen machen, und das sind dann unsere schlechten Hypothesen. Ja, welche Ökonomie hier spielt, nicht diese unfassbaren Mengen, die freiwillig zusammenarbeiten. Es bleibt ein Wunder, nicht? Also man nimmt das ungern in den Mund, aber ja. Also hier ist eine Frage zu den der Visualisierung der Wissenschaften. Carsten Heck fragt, kann die eingangs zitierte STED-Mikroskopie, die Sichtbarmachung von Ereignissen auf molekularer Ebene, die Neurowissenschaften voranbringen? Das ist wahrscheinlich eher an mich, aber messtechnisch absolut. Das ist ein absolut guter Punkt, ein guter Einwand, eine gute Frage. Das heißt, wir haben immer bessere Methoden, um feinkörniger zu messen. Das heißt, wir haben die zeitliche Auflösung unserer Maschinen ist also praktisch beliebig gut und die räumliche Auflösung unserer Experimente wird auch immer besser, also mit STED Microscopy immer besser. Aber das heißt noch nicht, dass man die Linking-Hypothese entwickelt hat zwischen auch einer sehr feingliedrigen, hochgradig aufgelösten Visualisierung und der, sagen wir mal, Repräsentation, der Rechenart, der Mental. Also das heißt, das Problem ist dadurch nicht gelöst. Das heißt, wir haben, woran es uns fehlt, ist nicht die räumliche Auflösung, sondern die konzeptuelle Auflösung. Wir haben nicht die richtige konzeptuelle Auflösung, um von, sagen wir mal,
informell gesprochen, the stuff of matter to the stuff of mind aneinander zu. Das ist einfach eine banale Version des Leib-Seele-Problems. Und egal, wie hoch aufgelöst die Verbildlichung ist, sie trägt ja nicht in sich einen Erklärungsmodus, was man dadurch, also was ist jetzt der, zum Beispiel der semantische Inhalt einer Wahrnehmung? Keine Ahnung. Also ich selber arbeite zurzeit vor allem an also ein Thema. Diese Diskussion mit einem durchschnittlichen Pensum von, sagen wir mal, David? Ein Wortschatz, ein ganz normales Dictionary, das lebt irgendwo im Kopf. Und sehr schneller Zugriff gewährleistet sein. Das, wie soll das bitte funktionieren? Also wie komme ich an die ganzen Sachen ran? Wir wissen gar nichts darüber. Wir wissen nicht, wie elementare Information im Kopf abgespeichert ist. Das heißt, man kann darüber diskutieren. Da gibt es hunderte, tausende von Leuten, die arbeiten an Memory. Aber das ist alles hochgradig metaphorisch. Die tatsächliche Frage, wie und wo ist Information abgespeichert, ist nicht verstanden. Und das ist ein absolut, also das ist sozusagen der Skandal der Neurowissenschaften. Das, da kommen alle, also das heißt nichts mit synaptischer Plastizität oder so. Das ist einfach, das ist ein Aspekt, der aber lange nicht reicht. Das heißt, nicht einmal die allereinfachsten Sachen, von denen wir meinen, ja, da müsste man doch ein schönes Diagramm machen können, ist uns zugänglich im Moment. So schlecht sind wir. Ja. Wir sind Bildwissenschaftler. Ja, andererseits sind natürlich die Messmethoden atemberaubend. Absolut. Das ist unfasslich, was an Daten erhoben werden kann. Nicht? Und insofern kann man das, was man nicht versteht, ja in keiner Weise unterschätzen oder verachten. Nicht? Und also wir arbeiten in dem Exzellenzcluster Matters of Activity auch mit Neurobiologen, also Pulvermüller oder Chirurgen, Neurochirurgen zusammen von der Charité, also Picht zum Beispiel. Und da ist immer die Frage, was tut das Skalpell? Ist das nicht ein Detektor, ein Messinstrument sui generis, das nun analog sozusagen erforscht, wie sich das Binding-Problem darstellt? Weil es dringt in Zellen ein bei einem Tumor und muss erforschen, wie sich die Semantik herstellt. Und deswegen die Überlegung, ob man ich komme nicht auf den Namen, es gibt einen neurobiologischen Chirurgen, Ribot, die bei uns mitarbeitet, arbeitet über ihn, der am bewussten Kopf arbeitet und mit der Person spricht, während er schneidet, um herauszufinden durch eine tiefe Intuition, wie weit das Binding-Problem geht. Also wie weit er schneiden kann, wo sich etwas abspielt. Und auf der anderen Seite die Modellbildung, die du angesprochen hast. Also es gibt offenbar, gibt es dritte Wege. Ich gehe mal hier kurz zur Frage. Da kommt ist eine Frage, ich lese sie schnell vor, von Matthias Scharinger. Sie haben über das Potenzial des Bildes gesprochen, die Welt abzubilden, zu visualisieren. Interessant ist die scheinbare Priorität des Bildes über andere Möglichkeiten, Dinge zu repräsentieren. Wir bilden akustische Informationen, zum Beispiel im Spektrum, visuell ab, aber die andere Richtung wenden wir fast nie an. Zum Beispiel die Hörbarmachung von Bilddaten. Warum ist das so? Interessante Frage. Ich wehre mich stark gegen eine Antwort, die dem Bild eine Art hegemonialen Status zuwendet. Also ich halte die Sprache für mindestens so wichtig, das Gehör für mindestens so wichtig.
um gleichwohl in Bezug auf das Bild zu antworten, weil es eben schnell ist. Es ist schneller. Es ist einfach schneller. Es gibt ja höher erkenntnistechnisch Nanophysiker, die eben ihre Ergebnisse nicht visuell in Daten und Kurven ausfließen lassen, sondern die während sie arbeiten, die Ergebnisse als Ton laufen lassen. Das geht genauso. Das machen Neurophysiologen auch. Neurophysiologen. Das geht genauso. Also es ist qualitativ oder prinzipiell gibt es keinen fundamentalen Unterschied. Auch die Haut, das Taktile, hat ungeheure Erkenntnismöglichkeiten. Und man weiß, dass Blinde durchaus die besten Muschelforscher sind, nicht? Als ein Beispiel. Also alle Sinne haben prinzipiell gleichberechtigte Vermögen und Spezialisten kommen zu unfassbaren Leistungen. Das Besondere des Bildes ist die Geschwindigkeit und das, was wir zu Anfang, es läuft eben nicht in der Zeit ab, wie die Sprache, wie das Theater, wie die Oper, wie der Sound, sondern es kann schlagartig argumentieren, es funktioniert schlagartig und ist deswegen möglicherweise ein besonders unverzichtbares Hilfsmittel und Erkenntnismittel, nicht Hilfsmittel, Erkenntnismittel. Wo du gerade von den verschiedenen, von der Relevanz der verschiedenen Sinne sprichst, du bist ja zumindest in Writing relativ enthusiastisch über, sagen wir mal, Verkörperungsphilosophie oder ich denke, das ist Embodied Cognition. Ja. Was ist da der Vorteil? Denn ich bin da immer sehr, muss ich sagen, skeptisch über Embodied Cognition. Was, also außer der Tatsache, dass man sagt, naja gut, also wir sind sozusagen natürlich verkörpert, aber sobald man in dem Kopf drin ist, sozusagen solipsistisch weg von der Oberfläche, der initialen Enkodierung an der Oberfläche, ist alles außerordentlich abstrakt. Also sobald irgendwas ein Aktionspotenzial hat, sei es im Ohr, im Fühlen, ist es ja in einem sehr abstrakten Code, den wir überhaupt nicht verstehen. Aber ab da wird es mir sehr unklar, warum jetzt der Vorteil ist, dass man sozusagen weiß, dass man verkörpert ist. Außer, dass es sozusagen assoziative Informationen bietet. Aber hat es ein, woher kommt dein Enthusiasmus dazu? Naja, das Beispiel war der Delfin, glaube ich, in den 1930er Jahren, der eben 5 oder 6 Mal schneller schwimmen kann, als er eigentlich schwimmen kann, weil er die Umwelt zu sich selbst bringt. Durch seine Bewegung zwingt er die Umwelt dazu, mit ihm, wie die Hegelsche List der Vernunft, mit ihm mitzutreiben. Das heißt, der Delfin ist ohne seine Umwelt überhaupt nicht denkbar als Essenz, als Spezies. Das ist so immer das große Beispiel gewesen. Und für mich in Bezug auf... Also wenn man den Körper des Delfins nimmt, auch sein Gehirn, ist ohne die Umwelt überhaupt nicht denkbar. Und wenn man dies hypostasiert, dann ist auch entwicklungsbiologisch jede Gehirn-Nervenzelle ohne den Körper nicht denkbar. Und sowohl historisch wie auch durch die Einbindung in die Umwelt, das waren eben die großen Statements von Varela und Thompson, 1991 dann beginnt, Jörg Fingerhut gehört dazu, der auch in Japan mit war, der auch einen Beitrag empirische Forschung der Ästhetik in Deutschland und Japan ja verfasst hat. Er hat das Handbuch mit publiziert über Verkörperungsphilosophie im Surkamp Verlag. Mir hat es geholfen mit John Michael Kreuz, dem Philosophen, der dort sehr stark war, bis er leider an Krebs gestorben ist, zu verstehen, was der Bildakt ist. Denn ich gehe davon aus, dass ein gestaltetes Objekt, eben das war ja die erste oder zweite Frage, nicht nur das ist, was der Schöpfer gestaltet hat oder was mein Vorwissen mir eingibt in radikal konstruktivistischem Sinn, sondern was mit eigener Kraft, mit eigener Essenz mir entgegenkommt
und mein Gehirn antreibt. Ohne dass ich jetzt neurobiologisch das aus mir heraus leisten kann. Also ich kann, unser Gehirn ist ein Bildgenerator imaginärer Art, ja ohnegleichen. In uns ist die Hölle und das Paradies und alles dazwischen. Niemand kann das ausschalten. Das ist das eine, aber die Überzeugung lautet, dass dies ohne die Außenimpulse nicht sich entwickelt haben und nicht in Gang gesetzt werden kann. Und für mich war die Verkörperungsphilosophie sozusagen das Trittbrett, um meinen Versuch, die Aktivität, die Pseudolebendigkeit des Kunstwerks oder des Bildes an sich zu verstehen, philosophisch einzufangen. Und das ist der Grund, John Michael Kreuz, wir waren im selben Jahrgang am Wissenschaftskolleg und haben immer wieder diskutiert auch. Und das war für mich eine Art philosophischer Lösung, war sonst immer auf Leibniz fixiert, den Kant kaputt gemacht habe, deswegen mag ich Kant nicht. Gestrichen, hat niemand gehört. Das wird alles aufgenommen gerade. Bitte? Das wird gerade alles aufgenommen. Das kommt das wird gestrichen. Das gleich auf Twitter. Das ist nein, die Möglichkeit bot, ein ambientales Denken als Stimulus für Erkenntnis an sich. Und da gibt es eine lange Tradition auf der Gegenwart der gegenwärtigen Philosophie mitzunehmen oder sich anzuschließen oder als Anregung, als Herausforderung ernst zu nehmen. Und deswegen der Versuch damals mit Kreuz, Verkörperungsphilosophie und Bildakt in unserer Gruppe zu verschmelzen oder je für sich weiterzubringen. Das war der Hintergrund. Also ich kann das sozusagen gut nachvollziehen, einerseits historisch, andererseits als Rahmen über die Implementation des Gehirns und Kognition nachzudenken. Aber wenn es an Repräsentation geht und wie Repräsentationen miteinander zum Beispiel verschmolzen werden oder kombiniert werden für Gedanken, dann wird das sehr schwierig, muss ich sagen, weil das macht einfach das macht Prädiktionen, die ich eigentlich nicht für haltbar halte. Also da bin ich, also wenn es sozusagen richtig in die Kognition reingeht, dann wird für mich Verkörperungsphilosophie außerordentlich schwierig zu verteidigen. So sehr mir der Impuls dazu sympathisch ist. Ja. Ich wollte, also mir, für mich ist es wichtig, es mitzunehmen, dass du natürlich recht hast, dass, also gerade bei dieser Orgie an Daten, die wir jetzt haben, in diesen ganzen modernen Technologien, das Vorsichtige und, sagen wir mal, so weit wie möglich bildwissenschaftlich besser motivierte Nachdenken sehr wichtig ist, dass da eine Gelegenheit ist für Naturwissenschaftler mit Kollegen zu arbeiten. Ich wollte aber gerne die Herausgeber des Bandes noch mal kurz bitten, ob sie was zum Besten hier geben wollen, denn ihr sitzt da so ganz freundlich. Ihr denkt, ich lese noch mal ganz kurz die Frage von Christian Grüni vor. Und ihr müsst dann ein Outro vorbereiten, denn ein Intro hattet ihr schon. Jetzt lese ich nochmal kurz Christian vor. Liegt in diesem methodischen Solipsismus nicht insofern ein Missverständnis, als zwar in Bezug auf die Aktivität des Gehirns selbst Zeitlichkeit in Anschlag gebracht und berücksichtigt, aber die ständig leibliche Rückkopplung mit der Umwelt rausgestrichen wird? Nein. Dann müsste man sagen, dass zwischen jedem gegenwärtigen Zustand des Gehirns und dem nächsten die Welt zwischengeschaltet ist, möglicherweise. Das ist ein bisschen, das ist eine schwierige Frage, Christian. So etwas Schwieriges darf man in so einem Webinar nicht fragen. Das gilt nicht. Das ist so. Aber die ständige Rückkopplung mit der Welt bedeutet nicht, dass das sozusagen direkt bis an die embodied Oberfläche geht. Denn eigentlich arbeitet es nur innerhalb eines sehr abstrakten Codes. Das können wir, also ich meine, das
ist jetzt nicht der richtige Moment. Aber ich verstehe, dass die Idee wäre, dass das Embodiment bis an die Interpretation der körperlichen Oberfläche geht. Ist aber nicht, muss nicht so sein und ist aber auch meistens nicht so. Aber interessante Frage und wertvoll darüber nachzudenken, was man davon haben kann und was man davon nicht haben kann. Felix und Yasuo, was würdet ihr gerne noch was zum Besten geben? Dann ich würde vielleicht eine Frage stellen und dann das Outro Yasuo überlassen. Ja. Und meine Frage würde nochmal an diese Fragestellung des Buches anschließen, die uns umgetrieben hat, und sich damit eher an Herrn Pöppel richten, aber ausgehend von einer Frage von Herrn Bredekamp. Ja. Und zwar hatte Herr Bredekamp zuvor angesprochen, dass es diese merkwürdige Entsprechung gibt zwischen dem Verhältnis, wie die Fovea und Aufmerksamkeit miteinander interagieren und der japanischen Ästhetik des Nebensächlichen. Also ich würde gerne fragen, wie Sie, Herr Pöppel, an welcher Stelle kommt sozusagen die Kultur, an welcher Stelle klingt sie sich, die kulturelle Prägung in den Wahrnehmungsprozess ein? Wo ist es evolutionsbiologisch, wo ist es individualpsychologisch und wo sozusagen wird es dann kulturell? Hm. Das ist außerordentlich schwierig in dem Sinne, dass jeder trägt natürlich seine eigene Geschichte mit sich und ist in dem Sinne kulturell. Allerdings gibt es natürlich ein Operating System. Wir sind gebaut, wie wir gebaut sind, und da gibt es natürlich Variabilität. Die Variabilität ist aber relativ wohl umschrieben. Ja? Die ist nicht irgendwie willkürlich. Das heißt, innerhalb des Kontexts der möglichen Variabilität geht man Wahrnehmung oder Kognition natürlich an mit den gesamten Prädiktionen des eigenen internen Modells. Und das eigene interne Modell ist natürlich, was sind meine Erinnerungen, wo komme ich her, was habe ich gesehen. Das heißt, es ist nicht, man ist natürlich tief beeinflusst, allein schon die Frequenz von was man gesehen hat. Wenn ich was immer wieder sehe, ist das Teil meines visuellen Biotops. Ich habe da schnelle Predictions drüber, ich habe andere Erwartungshaltungen drüber, ich weiß den Kontext und so weiter und so fort. Aber das heißt, jeder visuelle Akt ist in dem Sinne sozusagen eine Bestätigung oder Nichtbestätigung eines Vorurteils, das man individual historisch sich aufgebaut hat. Aber alles geht nur, also ich bin dann schon ein Hardcore Universalist. Ja? Also das Operationssystem, das wir im Kopf haben, ist, was es ist. Das heißt, wir reden viel über Plastizität, aber Plastizität ist außerordentlich beschränkt auf ganz spezifische Sachen und innerhalb sehr eng bestimmter Bandbreiten. Das heißt, natürlich trägt man das Kulturelle und die Geschichte mit sich. Aber die ist eben, wenn man, sagen wir mal, Microsoft Brain als Operations- oder Python Brain, dann kann man nur damit arbeiten. Und was da rein kann an Erfahrung, an Gedächtnisleistung, an Einfluss, an Gefühl, an multisensorische Impressionen, das kann da auch rein, aber mehr nicht. Nee, es kann nicht sozusagen willkürlich breit sein. Das geht nicht, sage ich jetzt mal einfach. Danke. Ja, also du möchtest eine Outro zum Besten geben? Ich habe als Gastgeber keine komplizierte Frage, aber ja, bei dieser Gelegenheit auch anschließend sind zu der jetzigen Diskussion, Fragen von Felix Jäger, möchte ich nochmal anschließen, ob diese zum Beispiel die Entstehung eines Bildes, zum Beispiel bei Hokusai zum Beispiel, klassischer Hokusai. Ja? Hokusais Bild ist sehr bekannt sowohl in Japan als auch in Europa. Aber wenn wir über das Bild von ihm sprechen, dann wie eigentlich die Leute in Europa davon begeistert ist oder in Japan oder wie die Leute in Japan begeistert worden ist, ist komplett anders. Das heißt, dieses Bild hat eine bestimmte Ästhetik, die sowohl von Japanern oder von Asiaten als auch von Europäern gemocht wird. Aber was die Leute von beiden Kulturen sehen, sind unterschiedlich. Das heißt, eigentlich, wenn wir damit irgendein Experiment machen, dann Ästhetik-Experiment oder ästhetische Wahrnehmung oder so, dann kann es sein, dass die kognitiven Niveau sozusagen irgendeine ähnliche Tendenz beobachtet wird. Aber wie die Leute von den unterschiedlichen Kulturen das Bild wahrnimmt, könnte sein, dass es komplett unterschiedlich sind. Ne? Das hat auch wahrscheinlich diese aus Wien
mit einer Eye-Tracking-Studie von einer Studentin in der Universität bei dieser Hemp Redder gezeigt. Sie hat zum Beispiel ein Landschaftsbild mit Eye-Tracking-Studie gemacht in Japan und in Europa. Und dann in Europa hat die Menschen eher Landschaft gesehen. Nee, unterschiedlich, die Menschen angeschaut. Aber in Japan, die Studie in Japan hat komplett andere Ergebnisse gezeigt, dass die Menschen nicht, dass die Studienteilnehmer nicht gar nicht auf die Menschen konzentriert hat, sondern Hintergrund des Bildes fokussiert hat. Ne? Das heißt, und dieser Unterschied, ja, kann die Grund, sozusagen Grundlage der kognitiven, kognitionswissenschaftlichen Studie komplett kaputt machen, weil die Menschen vom Anfang an anders die Bilder beobachten. Oder war es klar, meine Frage? Oder wie würdest du dazu sagen? Oder? Also, ich weiß nicht, was Horst dazu sagen würde. Ich habe, dass andere Sachen anders sind, finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich bin mehr davon beeindruckt, dass so unterschiedliche Sachen ähnlich sind. Mhm. Es ist die also das heißt, dass der gesamte unterschiedliche Teil ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Die interpretierte Invarianz in solchen Sachen ist das, was mich wirklich bewegt. Dass wir uns das unterschiedliche, natürlich hat man eine andere Narrative dazu und große Unterschiede, aber at the end of the day ist da sozusagen auch eine Gleichheit der Interpretation, die mich besonders beeindruckt. Ich weiß aber, ich meine, Horst hat da vielleicht eine andere Meinung zu. Nein, das war ja mein Punkt auch vorhin, die Erfahrung dieser Reise. Also ich würde auch eher das Überraschende darin sehen, dass der materielle Befund eines gestalteten Werkes die Möglichkeit bietet, perzeptiv die Reaktionen unterschiedlicher Kulturen zu testen. Und so selbstverständlich es ist, dass ein unterschiedliches Vorbewusstsein zu einem graduell unterschiedlichen Verständnis führt, so überraschend ist es, wie ähnlich die viele Grundwahrnehmungen dann auf der anderen Seite sind. Mhm. Darüber hat Felix Seeger ja ansatzweise geschrieben. Ja. Und darüber geht auch der Artikel von Jörg Fingerhut in dem Buch. Er hat empirisch eben europäische Augen und japanische Augen untersucht. Ich sage Augen metaphorisch. Mhm. Und es waren ähnliche, wenn ich das recht in Erinnerung habe, es waren sowohl erstaunlich ähnliche Wahrnehmungen wie auch Unterschiede. Zum Beispiel, was Felix Rieger schon gesagt hatte, oder auch Sakamoto, dass die Landschaft, also das scheinbar Nebensächliche, das ist der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, als potenziell bewegtes, animiertes Gebilde eine stärkere Aufmerksamkeit erzeugte und potenziell als lebendiger erachtet wurde, als für zunächst mal europäische Augen. Und das hat begründet eben diese Anmutung, dass das Denken gerade auf der Grenze zwischen Figürlichem und Nicht-Figürlichem eine Besonderheit der japanischen Ästhetik sein könnte. Ich sage das jetzt im Konjunktiv. Ich hoffe, ich habe Felix richtig wiedergegeben und Sakamoto. Oh, ja, so. Dankeschön. Ich sehe jetzt auch keine Fragen mehr und ich glaube, wir haben auch die Geduld der Zuhörer jetzt schon ein bisschen strapaziert und wir haben die Zeit auch schon deutlich überschritten. Wenn es also nicht noch akute Fragen gibt und die ganz schwierigen bitte nur an Horst, dann sofort weiter. Dann bedanke ich mich für die Einladung bei Yasu, bei Felix, Horst, bei Wiebke zum Organisieren und bitte alle sofort das Buch bestellen, das wirklich fantastisch ist, unglaublich interessant, provokativ, voller guter Ideen, auch ein paar schlechte Ideen drin, wie sich's in jedes Buch gehört.
Mir hat es großen Spaß gemacht und herzlichen Dank, ja, so, und Felix, das Buch zu machen. Und vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuseher, ja, für eure Geduld. Es gibt eine akute Frage. Keine. Eine akute Frage gibt es. Von Roter Volt gibt es eine Frage wahrscheinlich, oder können Sie wahrscheinlich die Frage in QA oder Chat schreiben? Schnell, wenn es geht. Wenn ich, wenn es keine Frage kommt, aber von meiner Seite auch danke ich Herrn Bredekamp, David, ganz herzlich. Heute schon ein schwieriges Thema. Ja, zum Bild, diese schon gesprochen haben. Und Herr Bredekamp, natürlich ja schon seit 5 Jahren, wollte ich Sie einmal hier einladen. Und dann, ich freue mich zwar virtual, aber dass es so heute auch schon mit David ganz toll geklappt hat. Und ich konnte sonst nicht persönlich die Gäste begrüßen, aber ich habe schon dort gesehen, dass so viele ehemalige Kollegen aus Berlin auch heute hierher gekommen sind und auch jetzige Kollege aus Frankfurt, sehr viele Neurowissenschaftler, aber auch sehr viele Bildwissenschaftler und wirklich ganz tolle gemischte Gruppe. Und ja, dass diese Dynamik der wissenschaftlichen Diskussion verläuft, wird ein bisschen so zerstört wegen dieser aktuellen Lage. Aber trotzdem, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute nochmal unsere abenteuerliche Gedanke zu dem Wissenschafts vom Millisekunde zur Welt schon nochmal thematisieren konnten. Und wenn es sonst keine Frage gibt, dann sind wir jetzt Feierabend und dann können wir schon ein bisschen mehr Bier trinken, nicht rausgehen, aber zu Hause. Und dann, ich wünsche Ihnen nochmal vielen Dank und dann ich wünsche Ihnen schönen Abend und auch noch produktive, schöne Woche. Ab morgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Tschüss, alles Gute. Ciao.